Servus zusammen. Heute zeige ich euch, wie man im Fall einer Panne einen Reifen wechselt. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und was man auf jeden Fall dafür braucht, ist Ersatzreifen, Wagenheber und ein Radkreuz. Was aber trotzdem immer gut ist, wenn man es dabei hat für solche Sachen. Ein kleines Holzstück zum Unterlegen, kommen wir gleich noch dazu, warum. Und natürlich ein Drehmomentschlüssel. Und jetzt braucht man als erstes das hier. Wagenheber und Holzbrett. Wir nehmen das Holzbrett, weil wir natürlich nicht immer so ideale Bedingungen haben wie hier, dass wir eine feste, glatte Oberfläche haben. Hiermit können wir dann das ausnivellieren, falls wir vielleicht sogar im Matsch oder irgendwo stehen. Und wir haben eine kleine Erhöhung, dass, falls man größere Reifen drauf hat, auch den Wagen besser und richtig hochkriegt. Also würde ich sagen, fangen wir an. Hier haben wir jetzt aber Top-Bedingungen, deswegen lassen wir es einfach mal weg. Und fangen gleich mit dem Wagenheber an. Dann gehen wir jetzt hier mit dem Wagenheber zwischen diese Aufnahmepunkte. Gucken natürlich, dass die Lasche hier zu uns zeigt, weil jetzt müssen wir den etwas anheben. Dann kann man den per Hand schon mal hochschrauben. Wir sehen, das Auto hebt sich schon leicht an. Das heißt, wir hören jetzt erstmal auf, hier den Wagen hochzuheben. Jetzt kommt das allseits bekannte Radkreuz zum Einsatz. Hier haben wir an den Enden überall verschiedene Durchmesser für Radmuttern oder Radschrauben. Das heißt, die sind wirklich universell einsetzbar für jedes Auto. Und damit fangen wir jetzt an, die Schrauben zu lösen. Wichtig, nicht gleich komplett runterschrauben, sondern erstmal nur lösen. Das heißt, mit ordentlich Gewalt. Hier schauen, dass die sich lösen alle. Jetzt haben wir die Radschrauben gelöst. Brauchen wir den erstmal nicht. Kurz beiseite. Und jetzt heben wir das Auto richtig an. Dafür den hier nehmen. Man sieht, wir haben das Auto ordentlich hochpumpen müssen, weil es aus der Federung auch noch raus muss. Jetzt hängt das Rad und wir können es abmontieren. Hierfür nehmen wir wieder das Radkreuz und fangen da an, wo wir aufgehört haben. Radmuttern sind ab. Jetzt kann das Rad ab. So. Dafür vorsichtig das Rad abnehmen. Hoppala. Beiseite. Jetzt natürlich das neue Rad nehmen. Jetzt haben wir hier Stehbolzen drin. Das heißt, wir müssen das neue Rad direkt mit den Löchern am Stehbolzen ausrichten. So. Wir haben den Reifen drauf und fixieren natürlich gleich mit den Radmuttern. Jetzt haben wir die Radmuttern handfest angezogen. Bevor wir ihn jetzt runterlassen, ziehen wir sie auch schon ein bisschen fester. Nicht knallefest, sondern so, dass man merkt, dass Widerstand da ist, dass, falls irgendwas passieren sollte, der Wagen trotzdem sicher steht. Und was es auch zu beachten gibt, man macht es immer über Kreuz fest. Oder in der Diagonalen. Einfach nur, dass sich das Rad gleichmäßiger festzieht. Jetzt haben alle Muttern schon mal einen guten Halt. Wir können das Auto ablassen. Einfach hier wieder in die andere Richtung drehen und das Auto kommt langsam runter. Wie ihr gesehen habt, ich habe noch nicht ganz runtergelassen. Jetzt, wenn das Rad den Boden berührt, können wir es festziehen. Und dann können wir es ganz ablassen. Dafür nehmen wir wieder Radkreuz. Und auch hier wieder beachten, nach fest kommt ab und über die Diagonale festziehen. So, wir haben gut Zug drauf. Das merkt ihr, dass es nur noch mit aller Gewalt weitergeht. Und jetzt können wir das Fahrzeug ganz ablassen.
Wenn man eine Panne hat, hat man den hier, Drehmomentschlüssel natürlich nicht immer dabei. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, die Reifen zu sichern. Entweder Drehmomentschlüssel, hier einstellen, welches Drehmoment ihr braucht. Das ist je nach Reifen- und Räderhersteller unterschiedlich. Und mit denen dann so lang drehen, bis der Drehmomentschlüssel knackt. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit mit dem Radkreuz. Kann man natürlich nicht so fein einstellen wie mit dem Drehmomentschlüssel. Aber hier gilt die Faustregel, wenn man den Ding ansetzt und man schon gut Widerstand spürt, noch eine Viertelumdrehung. Und das Rad ist fest, sicher und wir können los. Und was jetzt auch wichtig zu beachten ist, nicht jedes Auto hat ein vollwertiges Rad als Ersatzrad. Es gibt auch Autos, vor allen Dingen unter den Kleinwagen, die haben diese 80 km/h Ersatzräder. Da funktioniert das genauso. Bloß wichtig hier, die dürfen nicht, wirklich nicht über 80 km/h fahren. Ich würde auch nicht empfehlen, über 70 km/h zu fahren. Und mit denen schnellstmöglich eine Werkstatt aufsuchen. Ihr dürft da nicht ewig lang mit rumfahren. Das ist wirklich nur für einen Notfall gedacht. Ein kleiner Tipp von mir. Schaut bei den Ersatzrädern nach, ob Luft drauf ist, ob das Profil passt und ob sie nicht zu alt sind. Einfach, dass im Pannenfall ihr nicht denkt, ja, ich habe ein Ersatzrad dabei und das ist, bringt genauso wenig. Und falls ihr euch nicht sicher seid, falls ihr ein Ersatzrad haben möchtet und noch keins habt, dann meldet euch bei uns. Wir rüsten euch gerne mit einem aus. Und wenn ihr jetzt den Pannenfall hattet, ihr habt ein Ersatzrad drauf gemacht, kommt gerne in der Werkstatt vorbei, wir schauen nach. Wichtig zu wissen ist, dass in den meisten Fällen beide Reifen auf der Achse getauscht werden müssen, da die gleiche Abnutzungserscheinungen haben müssen. Sonst fährt das Fahrzeug unruhig und das ist wirklich sehr unangenehm. Also kommt in die Werkstatt vorbei, wir beraten euch gerne. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch und wir wünschen natürlich allseits gute Fahrt. Bis dann.